Also willkommen, es geht jetzt um MicroPython und ESP32. Vielleicht haben manche von euch ja vorhin den Vortrag schon gehört über ESP8266. Also das sind gerade zwei so der üblichen Mikrocontroller, die es relativ günstig gibt, aber die trotzdem recht leistungsfähig sind. Und MicroPython ermöglicht halt, dass man die auch sehr komfortabel programmieren kann. Erstmal ein bisschen zur Einordnung. Ihr arbeitet alle mit irgendwelchen PCs, Servern und so weiter. Ihr habt wahrscheinlich einen Raspberry Pi, vielleicht auch schon mit Arduino gebastelt. Und ich sehe den ESP32 so ein bisschen zwischen dem Arduino und dem Raspberry Pi. Also er hat deutlich mehr Leistung wie ein Arduino, aber natürlich nicht so viele Ressourcen wie ein Raspi. Aber er braucht dafür auch nicht so viel Strom. Der kann also in einem sehr stromsparenden Modus betrieben werden. Und beim Basteln ist es natürlich so, man will irgendwelche I.O.-Pins und so haben und da sind natürlich diese kleinen Dinger besser geeignet wie jetzt irgendwie ein PC, wo man also jetzt nichts direkt ranlöten kann oder so. Also ein gut ausgebauter Mikrocontroller. Das links ist das übliche Modul-Package, so ein bisschen silbern mit Pins an der Seite dran. Das ist also das, was man auch hier auf diesem Teil hier sieht. Das ist das alte Package, wenn man so will, das große. Und der schwarze Bereich hier oben, was man nicht so richtig sieht, da ist eine aufgedruckte WLAN-Antenne. Also nur so eine Leiterbahn, zickzack. Wenn man den silbernen Deckel runter macht, sieht es dann so aus. Man sieht, hier ist der Mikrocontroller. Hier unten wahrscheinlich so ein Flash-Chip. Hier irgendwie Quarz oder sowas. Und noch so ein paar Widerstände und so weiter. Die Daten sieht man rechts. Das Ding ist so als Nachfolger vom 8266 gedacht. Der Stromverbrauch gibt es eine sehr weite Spanne, also diese 5 Mikroampere hier ist natürlich im Sleep-Modus, ja, wenn allenfalls dieser Ultra-Low-Power-Prozessor arbeitet. Und wenn man halt WLAN und Bluetooth und alles anmacht, dann kann er auch durchaus 260 mA brauchen. Witzig ist, das ist ein Dual-Core-Prozessor. Der Vorgänger war ja nur ein Single-Core und er hat auch mehr Taktrate wie der Vorgänger. Dual-Core stimmt nur, wenn man die leistungsfähigen CPUs betrachtet. Eigentlich sind es sogar 3 Cores, weil er hat noch so einen Ultra-Low-Power-Prozessor und der dient einfach dazu, dass man im Sleep-Mode halt noch so ein bisschen was machen kann. Einfach mal ab und zu einen Messwert samplen und merken, ohne dass man jetzt den etwas mehr stromverbrauchenden Hauptprozessor anschalten muss. 520 Kilobyte RAM. Ist jetzt natürlich nicht viel, wenn man es mit PCs vergleicht, aber wenn man es mit älteren Mikrocontrollern vergleicht, ist es schon wahnsinnig viel, weil die haben oft nur so ein paar hundert Bytes gehabt. Und der hat also immerhin 500 Kilobyte. Die Angabe bezieht sich auf das Vroom-Modul. Man hat eine Folie vorher gesehen, da steht irgendwo Vroom drauf. Es gibt auch ein Modul noch, das heißt Rover. Und es hat sogar nochmal einen externen RAM-Chip dabei, wo irgendwie seriell angeschlossen ist, der nochmal 4 MB RAM oben drauf legt. Das RAM ist allerdings nicht ganz so schnell wie das interne, weil es halt seriell angeschlossen ist, aber immerhin besser mehr RAM mit langsam als gar kein zusätzliches RAM. Wenn man größere Python-Programme machen will, ist es vielleicht auch ganz geschickt, wenn man dieses Rover-Modul kauft, weil sonst kann es halt sein, dass einem irgendwann das RAM ausgeht. Und die meisten von den Dingen haben also 4 MB Flash, so für Dateisystem und für Code und so weiter. Die I.O.-Möglichkeiten sind also auch deutlich besser wie beim Vorgänger. Also wir haben so ganz normale General-Purpose-I.O. Eingänge, Ausgänge. Man kann Pulsweitenmodulation in Hardware bekommen. Also man muss dann quasi nur noch sagen, welche Frequenz, welcher Duty-Cycle, da wackelt das Ding von alleine in Hardware. Man kann Touchpads machen, dass man einfach nur einen Metallleiter berührt und dass der entsprechenden Wert dann zurückliefert. Und da braucht man keine externe Beschaltung dazu, also man kann da einfach einen Draht anschließen und das ist alles. Die üblichen Sachen I2C, I2S, SPI, normale serielle Schnittstellen, also UARTs. RMT soll so viel wie Remote bedeuten. Das ist eigentlich für Infrarot-Fernsteuerungen gedacht, dass man einfach ein Bitmuster auf eine LED rausschieben kann, dass die halt einfach eine bestimmte Bitsequenz dann überträgt. Man kann natürlich damit auch andere Sachen machen, wenn man damit LEDs ansteuern will, kann man das auch tun.
Das Ding kann CAN-Bus, habe ich allerdings jetzt noch nichts damit gemacht. Man kann auch SD-Karten anschließen, wobei es bei den SDs gibt es irgendwie so mehrere Modi. Digital-Analog-Wandler, analog-digital, und zwar mehr als einen. Die Vorgänger hatten, glaube ich, da eher wenige, und der hat doch ziemlich viel. Einen Pre-Amplifier gibt es auch noch für den AD-Wandler. Er hat einen Hall-Sensor drauf, also für Magnetfeldmessungen. Er kann seine interne Temperatur messen. Also wenn man wissen will, wie warm es dem Chip gerade ist, kann man den nehmen. Dann Wi-Fi bis zum Standard N. Also immerhin, ich weiß nicht, ob er 150 oder 300 macht, müssen wir vielleicht nochmal gucken, aber schnell genug. Und er kann WPA 2, also aktueller Standard, halbwegs sicher mit Verschlüsselung und allem. Bluetooth kann er auch, konnte der Vorgänger noch nicht. Und zwar auch BLE wohl. Geht allerdings, soweit ich weiß, in MicroPython noch nicht. Da fehlt noch die entsprechende, der entsprechende Software-Layer. Und Ethernet kann er auch, muss man aber halt extern noch vielleicht irgendwie einen Transceiver, eine Buchse halt ranbauen. Aber so die prinzipielle Logik ist also auch auf dem Chip mit drauf. So, das sieht es dann alles in allem aus. Also diese ganzen IOs, wo hier links sind, die sind wir ja gerade durchgegangen. Dieser Ultra-Low-Power-Prozessor ist hier in der RTC-Power-Domain. Also das ist praktisch was mit separater Stromversorgung. Und das ist das Einzige, was er dann anlässt, wenn er im Sleep-Mode ist. Da hat er also diesen kleinen Prozessor, hat ein bisschen Speicher, eine Power-Management-Unit und die Real-Time-Clock ist da auch dabei. Deshalb heißt das Ding so. Auch erstaunlich hier, das Ding kann AES in Hardware. Findet man auch nicht so arg oft auf Mikrocontrollern. Es hat einen Zufallszahlengenerator drauf, es kann SHA-2 und es kann auch RSA, Langzahlen, Arithmetik. Also die haben sogar so ein bisschen an den Krypto-Bereich gedacht, dass man da auch mehr Sicherheit bekommen kann. Das ist so der eigentliche Kern, also mit einem oder mit zwei Cores. Üblicherweise sind es zwei, es gibt aber einen anderen Chip, wo halt einer weggelassen wurde. Wi-Fi, Bluetooth und halt Hochfrequenzzeug und so weiter. Zu den Development Boards. Man muss ein bisschen aufpassen, von dem Chip gab es verschiedene Revisionen, also die Revision 0 hatte wohl so ein paar kleine Bugs noch, also man will vielleicht eher die Revision 1 haben. Dann gibt es verschiedene Module, also ich habe hier mal zum Beispiel eins, man sieht, das ist ein relativ kleines Modul, da ist dieser Pico-Chip drauf, das Modul hier ist ein bisschen größer. Wenn ihr mit so Breadboards arbeiten wollt, müsst ihr ein bisschen drauf gucken, dass das Ding halt auch Breadboard geeignet ist, weil nicht jedes Modul kann man da gescheit draufstecken. Also das hier ist sehr gut Breadboard geeignet. Das da ein bisschen weniger. Und es gibt auch manche, die man gar nicht wirklich auf dem Brettboard draufstecken kann, weil sie einfach irgendwie Bauteile auf der Rückseite haben oder sowas. Die übliche Ausstattung ist, dass ein Micro-USB-Anschluss dran ist, dass ein USB nach Seriellwandler drauf ist und dass ein Spannungswandler drauf ist, weil das Ding braucht 3,3 Volt und aus dem USB kommen halt 5 raus. Und die Spannungen sind auch nach außen geführt, also man kann die auch für zusätzliche Elektronik dann benutzen, je nachdem, ob man die eine oder die andere braucht. Oft auch eine Lithium-Ionen-Akkuladeschaltung, was leider oft nicht spezifiziert ist, für was für Lithium-Batterien. Also ich habe manchmal so zwischen den Zeilen gelesen, dass sie vielleicht LiPo meinen, aber so wirklich dabei gestanden ist es meistens nicht. Von daher darf vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch mindestens ein so ein Development-Board, wo so eine Standard-Lithium-Zelle direkt hinten drauf eingeklipst werden kann in eine Batteriefassung. OLED-Displays sind auch recht günstig zu haben. Ich habe hier gerade eins auf diesem kleinen Board. Allerdings sind sie in der Regel in Monochrom. Was es auch gibt, Long-Range-Funkmodule. Wenn ihr also irgendwie so einen Kilometer überbrücken müsst per Funk, aber wenn ihr nicht viel Daten zu übertragen habt, also nur so ein paar Temperaturwerte oder sowas, könnt ihr das also mit LoRa tun. Braucht ihr dann allerdings auf beiden Seiten halt LoRa oder ein Gateway. Und es gibt auch so diverse Modulsysteme, wo man so Huckepack, Controller plus diverses andere so Huckepack stecken kann. Kann man also auf AliExpress oder so mal gucken, was da so alles gibt. Ein paar Beispiele habe ich jetzt auch. Das ist Lollin 32 Pro. Der heißt deshalb Pro, weil er dieses Wrover-Modul drauf hat. Das ist also so ein Ding mit mehr RAM. Der hat diese 4 MB zusätzlich. Also wenn ihr Python machen wollt und so der Eindruck habt, dass euer Code vielleicht ein bisschen größer werden könnte, ist das vielleicht ein ganz nettes Board.
Man sieht auch, der hat links und rechts wohl eine Reihe frei hier auf dem Breadboard. Sehe ich das richtig? Ja, doch. Und er hat einen SD-Card-Slot, hier diese LiPo oder Lithium-Ionen-Ladeschaltung, Micro-USB. Also ist ein ganz nettes Modul. Das ist das mit dem Funkzusatz und man sieht, dieser schwarz-blau schimmernde Bereich hier ist das OLED-Display. Was man natürlich beachten muss, je mehr Hardware das Ding schon mitbringt, desto mehr Pins sind natürlich auch schon irgendwie belegt. Also die ganzen, wo hier in Gelb auftauchen, da hängt halt das LoRa-Ding dran. Also die könnt ihr dann, wenn ihr LoRa machen wollt, nicht für irgendwas anderes benutzen. Meistens sind auch zwei Schalter drauf. Ich habe allerdings komischerweise immer nur einen bisher gebraucht. Das ist also der Reset-Taster quasi. Der andere ist irgendwie fürs Flashen, aber ich habe das Ding immer geflasht, ohne den Taster zu drücken. Das geht wohl auch. Das ist der mit Lithium-Ionen-Standardzellenfassung. Man sieht hier unten so ein bisschen, das ist diese Plastikfassung für so eine 18650-Zelle. Da kann man also eine Zelle direkt huckepack drauf machen. Hier Micro-USB-Strom rein. Und das Ding ist zum Beispiel überhaupt nicht Breadboard geeignet, weil auf der Unterseite kann man nichts stecken, weil da halt die Batterie sitzt. Und wenn man es auf der Oberseite hier stecken würde, würde man das Display nicht mehr sehen. Also von daher vielleicht ein bisschen ungeschickt, das ist vielleicht eher für fliegende Verdrahtung gedacht. Hat einen Schalter dran, findet man nicht so arg oft, hat auch ein OLED-Display hier. Also ja, hat Vor- und Nachteile. Das ist dieses kleine schnuckelige Ding hier. Gibt es bei electrodragon.com. Und da ist dieser Pico-Chip drauf, das ist dieser hier. Und da ist alles drin, was in diesem silbernen, größeren Modul-Package auch drin war. Also die haben das extrem geschrumpft und dadurch ist das von der Breite hier ein sehr schmales Board. Hat den Vorteil, wenn ihr es auf ein Brettboard draufpackt, ihr habt auf beiden Seiten noch zwei extra Pins frei. Bei dem, was ich hier habe, wäre eigentlich nur auf einer Seite eine Reihe frei und die andere Seite kommt man gar nicht mehr ran. Also das müsst ihr halt beachten, wenn ihr mit Brettboards basteln wollt. Oder ihr macht so wie ich hier. Ihr packt zwei Breadboards direkt aneinander und tut es quasi über den Strom drüber stecken, nicht über diesen Mittelkanal. Dann kommt man natürlich auch besser ran. Da braucht man aber dann halt zwei Breadboards. Ansonsten, man sieht hier auch schön beschriftet die Standardausstattung, halt einen Spannungsregler und diese USB nach seriell Bridge hier und die üblichen I.O.-Pins. Das hier ist die WLAN-Antenne, ein bisschen eine andere Konstruktion. Das ist so eine Metall-3D-Antenne, also nicht diese aufgedruckte Leiterbahn. Und auf dem Breadboard sieht es dann halt so aus, zwei Reihen auf beiden Seiten. Das Ding ist von irgendeinem Nerd, wenn ich es recht verstanden habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwo zu kaufen gibt. Fand ich aber beeindruckend, wie hübsch der das beschriftet hat hier. Weil wenn man das Ding in Originalgröße halt vor sich hat, kann man oft diese neben die Lötstelle hingedruckte Bezeichnung nicht so wirklich gut lesen. Und von daher ist es halt super, wenn man das hier so schön farbig groß drauf gedruckt hat. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man das Ding irgendwo kaufen kann, aber wäre vielleicht mal nachahmenswert. Und der hat auch irgendwie eine komische Antenne drauf. Das ist glaube ich irgendwie eine Keramikantenne oder sowas, was der hier hat. Und auch dieser Pico USB, Pico ESP. Zur Software, man kann das Ding natürlich in C programmieren. Ihr kriegt vom Hersteller ein sogenanntes IoT Development Framework oder kurz IDF. Da könnt ihr dann halt in C oder Assembler oder was auch immer programmieren. Die haben auch für Arduino die Anpassung gemacht. Also ihr könnt es in die Arduino IDE integrieren, ist allerdings ein bisschen gebastelt. Und das Ganze basiert also auf einer GCC-Toolchain mit so den üblichen Tools und gibt es Linux, macOS und für Windows. Lua gibt es auch, JavaScript gibt es auch, aber vor allem natürlich MicroPython. Das ist ja der Titel des Vortrags. Python allgemein werde ich nur kurz ansprechen, die meisten können es wahrscheinlich sowieso. Es ist halt eine relativ High-Level-Language. Sehr mächtige Datentypen, Kontrollstrukturen, also sehr viel Komfort. Ist nicht so low-level, wenn ihr jetzt irgendwas in C oder in Assembler programmieren müsst. Aber Nachteil natürlich, das hat alles seinen Preis, es braucht mehr Ressourcen. Also normales Python könnt ihr nicht darauf laufen lassen. Das würde viel mehr RAM beanspruchen. Daher wurde MicroPython entwickelt. Und es ist halt optimiert, dass es mit weniger klarkommt. Und hat so diverse Libraries natürlich dabei für Hardware. Zugriff oder irgendwelche zeitkritischen Dinge.
Und wenn euch Python nicht reicht, könnt ihr euch selber auch Erweiterungen schreiben in C und könnt die als C-Extension in Python ankoppeln. Und dann könnt ihr so den banalen Code halt in Python schreiben und da, wo es zeitkritisch wird, das könnt ihr dann halt in C machen. Man kann MicroPython auf zwei Arten benutzen. Man kann interaktiv damit arbeiten. Dann hat man also diese sogenannte REPL-Geschichte, also heißt Read, Evaluate, Print, Loop. Also er liest euren Befehl, dann drückt er Enter, dann evaluiert er den Befehl, dann druckt er euch das Ergebnis auf dem Bildschirm und dann liest er den nächsten Befehl. Also das ist, wenn man auf der Konsole mit dem Terminal direkt mit dem MicroPython arbeitet. Und das andere ist natürlich, dass ihr einfach Dateien auf das Mikrocontroller-Dateisystem drauf kopieren könnt. Und wenn ihr die dann halt mainpy nennt und ihr drückt auf Reset, dann startet er halt das beim Booten. Die Tools, die man braucht, sind auch oft in Python geschrieben. Das ESP-Tool py ist halt so zum Flash-Löschen und Flash-Programmieren. Das braucht er halt einmalig, um das MicroPython-Image auf das Ding drauf zu flashen. Danach geht es einfacher, da braucht ihr dann eigentlich nur noch kopieren. Und eure Dateien drauf kopieren gehen halt entweder mit dem Fuse-Dateisystem, dann könnt ihr den Controller mounten, drauf kopieren, runter kopieren, löschen und wieder anmounten. Oder ihr nehmt so eine Art FTP-artiges Ding, das heißt hier MicroPython Upload. Damit könnt ihr also wie FTP halt eine Datei kurz hochschieben. Terminal einfach auf 115.200 einstellen, auf die USB-Schnittstelle. Und wenn ihr Screen benutzt, wie hier gezeigt, müsst ihr halt am Schluss Steuerung AK drücken, um den Screen zu killen, damit er wieder rauskommt. Das ist deshalb wichtig, ihr könnt nicht zwei Sachen auf der Seriellen gleichzeitig machen. Also ihr könnt entweder das Terminal draufgeschaltet haben oder das Fuse benutzen, aber nicht beides gleichzeitig. Die Doku ist noch ein bisschen in Entstehung begriffen, also für den ESP32 MicroPython gibt es noch nicht arg viel, daher im Zweifelsfall einfach in den 8266 reingucken. Sehr viel ist eigentlich gleichartig implementiert. Dass ihr mal einen Eindruck habt, wie einfach das dann aussieht. Also, weiß nicht, muss ich nicht erklären, denke ich mal. Das Schwierigste ist vielleicht für Leute, die nicht Python können, das hier oben. Aber das bedeutet halt einfach, dass man aus einem Standardbibliotheksmodul in dem Fall sich halt eine Funktion importiert, also zur Verfügung stellt. Und hier halt eine LED initialisieren auf dem Pin 12 und das soll natürlich ein Ausgang sein. Und dann halt vier Schleifendurchläufe an, aus und so weiter. Man sieht, ist also auch von der Syntax her deutlich angenehmer wie so ein typisches C-Programm. Ihr braucht keine geschweiften Klammern, ihr braucht keine Strichpunkte. Einfach ordentlich einrücken und es tut. So, jetzt zeige ich noch ein bisschen was interaktiv. Jetzt kommt der heikle Teil. Man sieht hier, läuft gerade so ein Ping-Pong. Und links seht ihr jetzt praktisch einen Teil von dem Terminal, was ich gerade laufen habe hier. Und ich drücke jetzt einfach mal auf die Reset-Taste. Und da sieht man, das spuckt euch da vom Booten so diverse Meldungen aus, wie es WLAN initialisiert wird und der Prozessor und alles. Und dann startet hier praktisch schon ein Stück Python-Code. Das ist also die MainPY, wo halt hier so ein bisschen Ping-Pong auf dem OLED-Display spielt. Und man kann da so ähnlich dann arbeiten wie normal mit Python auch. Ich drücke einfach mal STRG C und dann kriege ich halt nichts Betriebssystem, weil der hat kein Betriebssystem. Also da ist kein Linux drauf, da ist im Prinzip nur Python und so ein Miniatur-Realtime-Operating-System vom Hersteller drauf. Und ich habe jetzt hier unten die typischen drei Eingabezeichen, also den Eingabeprompt von MicroPython. Und ich kann jetzt da interaktiv damit arbeiten. Und ich mache jetzt einfach mal was Einfaches. Da gibt es so ein Maschinenmodul. Ich weiß jetzt, ein bisschen klein, oder? War das besser? Ja. Na, muss ich es ein bisschen kleiner machen. So. Und in Maschinen ist zum Beispiel halt die ganze Hardware-Zeug drin, unter anderem auch PIN. Und jetzt kann ich halt einfach sagen, ich habe irgendwie eine LED und die hängt am Pin 26 drin und das soll bitte ein Ausgang sein, weil ich will ja eine LED ansteuern. Und man sieht,
Nicht wundern, dass die jetzt gleich an ist. Ich habe das ein bisschen speziell beschaltet. Also es macht jetzt gerade das Gegenteil von dem, was ihr vielleicht erwarten würdet, weil es einfach invertiert beschaltet ist. Und man kann dann einfach LED Punkt schreiben. Und wenn man dann die Tab-Taste drückt, dann kommt schon die Completion hier. Und die zeigt euch, was das LED-Objekt alles für Methoden hat. Und eine Methode ist halt, dass es hier einen Value-Aufruf gibt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel halt sagen True. Dann geht das Ding aus, weil es invertiert ist. Oder ich kann sagen False. Dann geht das Ding an, weil es invertiert ist. Also so kann man normal... So. Also nochmal aus. An. Ja. Wobei, die war doch hell genug, oder? Also so viel zu den ganz banalen Sachen. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Spannenderes. In dem Maschinenmodul gibt es auch noch ein Ding, das heißt PWM, also Pulse Width Modulation, Pulsweitenmodulation. Und da kann ich mir jetzt ein Objekt machen. Ich rufe einfach das PWM auf. Ich habe ja vorhin schon die LED, diesen Pin nach LED reingeschrieben. Und ich sage jetzt einfach gerne, ich hätte gerne auf diesem Pin, wo die LED dran hängt, Pulsweitenmodulation. Das ist jetzt nur irgendein Wert von vorhin, wo ich es ausprobiert habe. Aber ich mache das jetzt gleich mal ein bisschen niederfrequenter, dass es nicht so nervt. Also lieber 50 Hertz als 1000. So, und ich habe also die LED und einen Lautsprecher hier in Serie geschaltet. Also man sieht sowohl optisch als auch akustisch hört man was. Und das sind jetzt also 50 Hertz Rechtecksignal. Und mit der Pulsweitenmodulation kann ich jetzt beispielsweise einen Duty Cycle einstellen. Und ich glaube, die Skala war irgendwie von 0 bis 1023. Also wenn ich irgendwie so 512 oder so eingebe, ist so ungefähr die Hälfte. Und wenn ich irgendwie 50 eingebe, hat es gehört, die Tonlage hat sich ein bisschen geändert, dann sind es halt kürzere Impulse. Und wenn ich irgendwo in die Nähe von 1000 gehe, man hat gesehen, die LED ist dunkler geworden. Oder ja, vielleicht auch nicht. Moment, ich mache mal ein bisschen mehr. Ja, halt eine Null mehr. Also so kann man sowohl Helligkeiten von LEDs ganz gut regulieren oder auch so die Tonlage von so einem Speaker-Signal. Und das Nette ist, ich brauche da überhaupt keinen Code laufen haben. Ich bin ja jetzt gerade auf dem Interpreter. Also ich habe jetzt gerade keinen Python-Code, wo der läuft. Das macht das Ding alles alleine durch Hardware. Ja. Ich kann also währenddessen auch was anderes tun. Was es auch gibt, ist eine Touchpad-Funktion. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, das war der Pin 12. So, vom Machine Import Touchpad. So, und dann sage ich einfach TP ist gleich Tab Completion tut, muss man nicht so viel tippen. Und dem übergebe ich halt den Pin. Und da gibt es auch so eine Read-Methode. Und da sieht man, da sagt jetzt irgendwie 1100. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Pin genommen. Ne, war nicht der richtige. Also man kriegt da einen Analogwert raus und wenn ich den richtigen Pin genommen hätte, wäre es jetzt weniger gewesen, wenn ich da rankrapsch, aber muss ich nochmal gucken. Standardmäßig Input, also in dem Fall brauche ich ja auch einen Pin Input. Ich glaube es war Pin 2, nicht 12. Man sieht, man kann auch mit Cursor hoch sich die Befehle wieder herholen und jetzt tut es auch. Also wenn ich nicht dran grapsch, ist es irgendwo bei 1000 oder so. Und wenn ich ranfasse, ist es bei 100. Das ist halt einfach ein Analogwert. Und das ganze Sonstige, was man braucht für so ein Touchpad, macht alles der Controller. Also ich habe da keine externe Beschaltung dran. Das ist nur ein Stück Draht und ein Widerstand, dass ich besser ranlangen kann. Aber selbst der Widerstand ist eigentlich nur zum Anfassen. Also mir würde auch so ein Stück Draht reichen. Und man kann sogar einen Unterschied merken, wenn man nur an die Isolation ranfasst, ja, geht es auch schon 100 runter. Ja, und es kann 10 solche Touchpad-Eingänge, also ihr könnt da sogar 0 bis 9 Taschen draus machen. Also sehr komfortabel, ohne großen Hardwareaufwand. Also das ist jetzt diese interaktive Bedienung, ist so zum Rumspielen ganz nett, aber wenn man natürlich so in Produktion was damit machen will, ist das nicht die Methode der Wahl.
Da will man dann natürlich irgendwas drauf kopieren und das soll dann von alleine laufen. Und das machen wir jetzt mal. Wie gesagt, ich muss jetzt erst das Terminal killen, dass es die serielle freigibt, weil sonst kriege ich die serielle nicht für Fuse verfügbar. Also Steuerung AK aus dem Screen raus. Und ich habe jetzt so ein kleines Skript mir gemacht, wo im Prinzip der Befehl von der Folie drin steht und wo mir das Filesystem mountet. Man muss da ein bisschen Geduld haben, der Mount dauert so ungefähr 2-3 Sekunden, weil das ist halt alles über seriell und nicht so wahnsinnig schnell. Aber man sieht jetzt hier links in dem blauen File Manager, das sind die Dateien auf diesem Mikrocontroller. Ich habe da jetzt also direkten Zugriff mit Dateisystemfunktionen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in diese Main mal reingucken, das ist dieses Ping-Pong, was man vorhin gesehen hat. Ja, das ist so ein Stückchen Python-Code. Und da können wir jetzt einfach mal auch was anderes drauf kopieren. Zum Beispiel, ich hätte hier noch einen Lichtsensor zu bieten. Der sieht vom Code her so aus. Also ich tue da einfach so ein Standardmodul BH1750 importieren. Mache einen I2C-Bus. Sag halt dieser Standardklasse für diesen Sensor, da bitte an diesem I2C-Bus arbeiten. Und dann lese ich einfach die Helligkeitswerte aus mit Sensor.luminance und gebe es auf ein Serielle aus und warte eine halbe Sekunde und mache wieder das gleiche. Und das ist also in dieser Main PY drin, die kopiere ich jetzt einfach mal drauf. Bei Midnight Commander kommt am Schluss immer eine Fehlermeldung, weil das Filesystem keine Attribute kann und der versucht halt am Schluss immer Attribute zu setzen, wenn man das Häkchen nicht rausmacht. Also diese Fehlermeldung einfach ignorieren, die hat nichts zu sagen. Jetzt habe ich es drauf kopiert und jetzt ist wichtig, das Ding wieder anmounten und erst danach auf Reset drücken. Wenn man vorher auf Reset drückt, kann sein, dass euer kompletter Rechner hängt, weil er mit dem Fuse ein Problem hat. Ich drücke jetzt mal drauf. Oh ne, ich habe das sogar auf dem OLED-Display ausgegeben, das war kein normaler Print. Ich hole jetzt gerade mal das Video wieder nach vorne. Man sieht also hier Luminance Sensor und zwei so Raute-Symbole. Und ich halte jetzt einfach mal meine Hand drüber und man sieht, also dieser Balken für Arme ist jetzt etwas dunkler geworden. Und da ich jetzt nichts anderes habe zum Leuchten, nehme ich mal den Laser. Also man sieht, so mit Laser wird es noch deutlich heller. Und das ist so ein ganz normaler I2C-Sensor. Ihr habt gesehen, ein paar Zeilen Code und das Ding rennt. Ja, kein großer Aufwand. Und nach dem Schema geht es im Prinzip mit allen I2C-Sensoren. Was manchmal noch ein bisschen komplizierter ist, wenn ihr halt noch zusätzliche Berechnungen irgendwie machen müsst. Weil nicht jeder Sensor spuckt jetzt fertige Werte irgendwie raus. Manchmal muss man da noch ein bisschen rumrechnen. Aber so im Prinzip sehr einfach von der Ansprache. Wir können auch mal einen WLAN-Scan machen, dass man auch mal das WLAN gesehen hat, dass es genauso einfach geht. Also hier, da holt ihr euch einfach aus dem Network-Modul halt das WLAN-Objekt und STAR-IF heißt halt, dass das Interface im Station-Modus betrieben werden soll. Es gibt zwei Modi, Access Point oder Station und in dem Fall wollen wir halt ein normaler WLAN-Client haben, keinen Access Point. Dann halt noch das Sleep. Dann sagt man, okay, ich hätte gerne ein WLAN im Station-Modus, dann aktiviert man das WLAN, dann tut man mal scannen, was es hier alles für Netzwerke gibt und dann halt über alle Netzwerke drüber iterieren, sortieren noch zusätzlich und das Ding praktisch auf der seriellen rausprinten, 2 Sekunden warten und das gleiche nochmal. Jetzt muss ich es wieder mounten, dass ich das drauf kopieren kann. Also den Mount wieder aufrufen, kurz warten. Wenn ich zufüge reingehe, ist einfach nichts drin. Sekunde später nochmal probieren, ist auf einmal voll. Drauf kopieren, Fehlermeldung und wieder anmounten. Und dann terminiert sich auch im linken Fenster dieser ESP-Mount-Befehl. Daran sieht man dann auch, dass der Unmount geklappt hat. Dann Terminal starten und auf Reset drücken. Das waren jetzt die Bootmeldungen. Und siehe da, hier gibt es so ein paar WLANs, EH18, EH18 Unsecure, LOL und so weiter. Das zweite, was ein bisschen komisch aussieht, ist vermutlich die MAC-Adresse in Binärdarstellung, deshalb sieht es ein bisschen wild aus. Und in diesen hinteren Parametern steht halt noch drin, ob es ein verschlüsseltes WLAN ist, wie stark das WLAN reinkommt.
Also ihr könnt euch dann praktisch aufgrund von dem für irgendeins dieser WLANs entscheiden. Also ist es der reine Scan, ihr könnt euch genauso einfach damit connecten, einfach den Namen und das Passwort angeben und ihr seid drin, ist also super einfach. Und wenn man Steuerung C drückt, kommt man wieder auf den interaktiven Prompt und könnte jetzt irgendwas anderes machen. OLED haben wir im Prinzip schon gesehen. Achso, ja, die OLED-Ansteuerung ist vielleicht noch interessant. Ja, wie liegt man denn so in der Zeit? Haben wir gerade Halbzeit, oder? Ja. Also das ist ja das OLED Ping-Pong. Da hat man gesehen, ist also super einfach. Das Schwierigste ist eigentlich, den Ball entsprechend auszugeben, ja, wo der hin und her geflitzt ist. Da wird halt einfach mit Blanks die entsprechende Zeile konstruiert und dann das Ding rüber und über gejagt. Und das Interessante ist eigentlich oben dieses From Screen Import Text. Das habe ich selber programmiert und das zeige ich euch kurz. Das war auch ziemlich einfach. Das ist das ganze Screen-Modul. Und da sieht man halt dieses SSD 1306 Display-Modul. Das hängt am I2C dran. Und da gibt es ein fertiges Modul, das braucht ihr nur importieren. Da ist der ganze komplizierte Code drin, wo das initialisiert und das Licht anmacht und so weiter. Und dann könnt ihr im Prinzip mit display.fill 0, könnt ihr das Display einfach leer putzen. Dann ist alles schwarz. Diese Textroutine kriegt einfach den kompletten Bildschirminhalt von mir übergeben. Den tue ich dann in Zeilen splitten. Dann fange ich bei y gleich 0 an und gebe eine Zeile nach der anderen mit display.text aus. Halt das Y immer ein paar Pixel weiterzählen und am Schluss halt Display.show aufrufen und dann habe ich es auf dem Bildschirm. Also super einfach, ist allerdings kein Scrollen, kein nichts implementiert, ihr müsst immer den kompletten Bildschirm liefern. Ja, weil der halt so primitiv arbeitet. Wenn man da ein bisschen mehr Aufwand reinstecken würde, könnte man auch so quasi ein Terminal implementieren, habe ich jetzt aber nicht machen wollen. Bei dem Display-Modul hier oben, das ist übrigens die, wenn ich recht weiß, die Breite in Pixel und die Höhe in Pixel und halt dieses I2C-Objekt, wo es dran hängt. Und da müsst ihr halt die passenden Pins für SDA, also für die Datenleitung und für die Clockleitung angeben und der Rest macht es dann von alleine. Gucken wir noch, haben wir noch was? Beleuchtungssensor hat man. Ach so, ja, was es auch noch gibt, ich habe jetzt immer die Main-PY rüber kopiert. Wenn ihr vor allem beim interaktiven Arbeiten ein bisschen Komfort haben wollt, dass ihr nicht immer sagen müsst, Import Machine und Import ESP32 und Import sonst was, ihr könnt euch in Boot-PY so ein paar Sachen reinschreiben und die tut ihr als allererstes abarbeiten. Und im gleichen Python-Kontext wird dann auch praktisch eure Eingabe-Prompt abgearbeitet oder eure Main-PY. Also da könnt ihr quasi so ein paar Vorarbeiten machen und Sachen importieren, die ihr immer haben wollt oder euer WLAN initialisieren oder was auch immer. Als erst wird die Boot ausgeführt, dann die Main. Das Flashen mache ich jetzt mal nicht praktisch, ich zeige es euch nur mal. Also sehr einfach, das ist übrigens auch auf der Download-Seite bei MicroPython.org beschrieben, also da wo ihr euch die Firmware runterladen könnt, ist diese eine oder diese zwei Zeilen beschrieben. Ihr müsst halt erst sagen, Flash bitte löschen, Erase Flash und dann Write Flash. Dieser Parameter 0x1000, das ist irgendwie die Ladeadresse, die ist so vorgegeben. Und dann halt die Firmware-Datei angeben und dann habt ihr praktisch das MicroPython selber drauf. Beachten, der Dateisysteminhalt geht da verloren, weil der halt das komplette Ding platt macht. Also natürlich, vor allem wenn man Erase Flash macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jedes Mal Erase Flash machen muss oder ob man vielleicht ab dem zweiten Mal auch drüber flashen kann. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Geht es? Ja, also ja. Ich habe es gemacht. Und es mit MicroPython? Ja, ich habe so ein bisschen hin und her zwischen Arduino und MicroPython, ohne da mal Erase Flash zu machen. Ah, ja. Also wenn es Probleme gibt, dann halt erasen und wenn es auch ohne geht, dann hat es auch so gepasst. Was interessant wäre, wenn man nicht Erase macht, bleibt dann das Dateisystem erhalten. Ja, also da ein bisschen vorsichtig sein, halt nichts da drauf lagern wollen. Das ESP32 MicroPython ist auch noch ziemlich stark in Entwicklung. Da gibt es ziemlich viele Pull-Requests und die werden auch so ab und zu mal gemerged. Also es lohnt sich da so ab und zu mal Neueres zu flashen.
Es wird hoffentlich auch bald Unterstützung für diesen Ultra-Low-Power-Prozessor kommen. Also den Pull-Request gibt es schon, es hat nur noch keiner auf Merge geklickt. Und es ist ja das Thema von dieser Folie. Wir haben ja diesen dritten kleinen Prozessor, der eigentlich ganz interessant ist, wenn man was auf Batteriebetrieb laufen lassen will. Problem ist, das Ding muss man in Assembler programmieren, ist aber nicht besonders schwierig, weil der Assembler hat nur sehr wenige Befehle und die sind auch teilweise sehr komfortabel und intuitiv. Es gibt eine Toolchain vom Hersteller, gibt es als Binutils ESP32ULP. Und es ist halt diese normale GNU-Geschichte mit GAS, also diesem GNU-Assembler, den die angepasst haben. Hat halt die Eigenschaft, dass man das halt auf dem PC laufen lässt, den Assembler dann übersetzt und dann halt das Binary quasi auf den ESP drauf kopiert. Das ist ein Projekt von mir, das hat mich kürzlich mal so der Rappel gepackt und ich habe einfach einen Assembler in Python implementiert und zwar in MicroPython. Und der tut auch schon. Und das Einzige, was noch fehlt, sind von MicroPython aus halt die Funktionen, um diesen Code halt auf den ULP draufzuladen. Und der Vorteil ist halt, man hat dann die gleiche Interaktivität im Prinzip, wie man mit Python hat. Man muss nicht auf dem Host erst was übersetzen und dann draufladen, sondern ihr könnt im Prinzip in der Python-Datei so ein paar Assembler-Code-Zeilen in einem String drin haben, könnt dann dem Assembler sagen, bitte einmal übersetzen und könnt dann das, was rauskommt, einfach direkt auf den ULP draufladen. Und wenn ihr was ändern wollt, müsst ihr nur in dieser einen Datei was ändern. Und beim nächsten Mal booten, übersetzt er das neue, lädt es wieder drauf. Also es ist viel interaktiver, wie wenn man da so ein extra Tool braucht. Hat auch seine Limits, dadurch, dass das Ding natürlich nur sehr begrenzte RAM hat. Könnte jetzt keine riesengroßen Assembler-Programme machen, aber will man vielleicht eh nicht. Und der ULP-Prozessor hat auch nicht so wahnsinnig viele Ressourcen. Der hat also insgesamt nur 4 Kilobyte RAM. Da geht aber ein Teil schon für andere Zwecke weg. Also man arbeitet da eh im Bereich so 1-2 Kilobyte irgendwo, mehr wird es eh nicht. Und der Source Code, den mein Assembler gerade schafft, ist so ungefähr 4, 5, 6 Kilobyte Source Code, kann er also auf Maschinencode übersetzen. Und da kommen also noch so ein paar hundert Bytes Maschinencode raus. Ist noch ziemlich wenig getestet, allerdings wir haben Kompatibilitätstests, wo praktisch den normalen Assembler vom Hersteller nimmt und meinen Assembler den Source Code durchjagt und einfach guckt, ob das gleiche rauskommt. Also die sind erfolgreich und auch so ein paar andere Tests funktionieren. Ich habe es aber noch nicht wirklich mit Code darauf testen können, weil halt wie gesagt diese Funktionen noch fehlen. Falls ihr was mit Ultra-Low-Power-Prozessor machen wollt, geht doch mal zu GitHub und klickt auf diesen Pull-Request drauf und macht da einfach mal diesen hier oder so, dass da mal jemand aufwacht, dass man das vielleicht mal mergen müsste. Das Problem ein bisschen bei MicroPython, habe ich so den Eindruck, ist, da gibt es halt irgendwie so ein paar Leute, die da mergen können und die haben irgendwie ziemlich viel zu tun. Und von daher wäre es halt wichtig, dass man mal so die interessanten Sachen mal vielleicht ein bisschen anschiebt. Und da geht es also um das Laden und das Starten von solchen Code. Und dieser Code wäre dann halt im Sleep-Modus aktiv, würde mit ein paar Mikroampere laufen. Und man müsste halt nur so alle paar Stunden mal den Hauptprozessor ins WLAN anmachen, um die Daten zu verschicken. Ja, ich bin jetzt so ziemlich durch. Achso, vielleicht noch ein Hinweis für die Leute, die in der Stuttgarter Gegend sind. Wir machen im Shackspace so einmal im Monat diese MicroPython-Veranstaltung. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, hier im Wiki sind die Termine. Ist so ein lockerer Treff. Manchmal überlegen wir uns vorher schon ein bisschen, welche Hardware-Teile wir besprechen wollen. Und versuchen dann halt auch damit was zu machen. Ansonsten, ja, Fragen? Keine? Alle wünschen doch. Danke. Ja. Kann man von dem ULP-Assembler dann auch irgendwie Pin-Zustände auslesen? Ja, das ist der Sinn von dem Ding. Also wenn man normalen Sleep-Modus hatte, würde das Ding einfach schlafen und nichts tun. Mhm. So war das bei dem alten ESP, dem 8266, den konnte man auch schlafen schicken, aber dann hat er halt auch nichts mehr gemacht. Außer vielleicht einen Timer zu haben, um ihn dann später wieder irgendwie aufzuwecken. Bei dem ist es jetzt so, der ULP kann also IO-Pins abfragen oder auch Ausgaben tätigen, also sowohl Input als auch Output. Er kann I2C abfragen.
Er kann auch nach einer bestimmten Zeit wieder aufwachen oder er kann per Assembler-Befehl von dem ULP auf Befehl wieder aufwachen. Also das ist so gedacht, dass der so ein bisschen so Kleinigkeiten selber erledigen kann. Und die Resultate würde er dann halt in das RAM von dem RTC reinspeichern. Da gibt es insgesamt 4 Kilobyte. Praktisch nutzbar im Endeffekt dann wahrscheinlich so 1-2 Kilobyte. Und da könnte man also in dem Puffer halt, was weiß ich, Temperaturwerte oder was man auch immer gemessen hat, eine Weile ansammeln und dann halt den Hauptprozessor aufwecken und der würde das dann halt über WLAN irgendwo hinschicken und quasi hochladen und sich direkt wieder schlafen legen und den Kleinen wieder weitermachen lassen. Und dann hätte man quasi stundenlang extrem niedrigen Stromverbrauch und zwischendrin halt mal 30 Sekunden lang mal ein bisschen mehr, wenn er die Werte verschicken muss. Wie lange dauert das Aufwachen von dem ULP? Das ist so ähnlich wie ein Bootvorgang. Also man hat es vorhin so ein bisschen gesehen. Also dann doch so ein paar Sekunden, also nicht also für Echtzeit oder so, dass man. Jetzt drücke ich drauf. 1 Sekunde, 2 Sekunden. Ja, also es dauert nicht arg lange. Na, wo liegen die Teile preislich? Ja, die sind günstiger. Also das Ding liegt so bei $9. Das ist dieser Pico von Electro Dragon. Das mit OLED-Display hat, glaube ich, irgendwie so $13 oder sowas gekostet. Also der reine Chip ist, glaube ich, irgendwie so bei $3 bis $5. Der mit mehr RAM kostet ein bisschen mehr, aber es hält sich alles doch sehr in Grenzen. Und so einfache Boards sind halt etwas günstiger und wenn es halt noch OLED-Display und Akkufassung und alles mögliche drauf hat, halt noch ein paar Cent draufrechnen. Aber generell, also wenn man es in China bezieht, ist alles eigentlich sehr günstig. Man muss nur ein bisschen Geduld haben, weil das dauert dann halt immer so 4 Wochen, 6 Wochen, 3 Wochen, je nachdem wie Glück man hat. Also die ganzen Sensoren, wo da so beim Basteln so üblich sind, kriegt man da teilweise auch alles so für 50 Cent bis 2,50 Euro. Also alles sehr preiswert eigentlich. Ja. Die Realtime. Halt. Die Realtime Clock, die da drauf ist, ist das jetzt eine richtige Realtime Clock, die auch sehr genau geht? Die Genauigkeit weiß ich jetzt nicht, aber das Ding, wenn du das ins WLAN so ab und zu mal einbindest, kann sich so über NTP die genaue Zeit holen. Die NTP-Zeit dann in die RTC übertragen, das tut auch schon, das kann man von MicroPython aus schon machen. Und das würde ich halt so ab und zu vielleicht mal machen und zwischendrin würde ich halt dann die RTC quasi als Systemzeit haben. Aber ich denke mal, so mit Langzeitabweichungen hättest du da dann wahrscheinlich eh nie ein Problem. Es sei denn, das Ding läuft komplett offline, dann müsst ihr mal ins Datenblatt reingucken. Ja, na, ich habe eine Idee, dass ich mir halt irgendwie ein paar Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren baue, die halt mit Batterie irgendwo hinlege. Ja. Und dass sie dann halt einfach mal einigermaßen synchron laufen und ich dann einen Timestamp habe, der auch vergleichbar ist unter den Uhren. Ja. Also Genauigkeit weiß ich jetzt nicht auswendig. Also was auch zu beachten ist, man muss natürlich eine Batterie dann haben. Also der ESP selber hat natürlich keine Batterie eingebaut. Das macht also eh nur mit einem Akku Sinn. Weil sonst, wenn ich irgendwie Strom rausziehe, geht auch die RTC natürlich verloren. Ja, könnte man auch mal. Also DCF oder sowas. Wäre auch denkbar. Kommt zu der Realtime-Clock. Ja. Das sind Quarze, die rennen verschieden schnell nach Temperatur. Das heißt, wenn man das Ding unter die Regenrinne hängt, dann läuft es im Sommer zu schnell und im Winter zu langsam. Oh. Sollte man einfach dran denken. Bei diesem Chip, oder? Generell bei allen Quarzuhren. Ah ja, okay. Wie ist das mit dem RAM? Also kann man irgendwo sehen, wie viel RAM man schon verbraucht hat mit seinem Programm? Ja. Habe ich erst gestern gemacht, weil ich da diese Memory Errors mit meinem Assembler hatte. Also man kann sagen, Import, sieht man es ja, Import GC, also ist der Garbage Collector von Python und der hat so ein paar Methoden, zum Beispiel memfree, und wenn ich da einfach jetzt memfree aufrufe, dann sieht man halt, jetzt im Moment hat er 85 Kilobyte RAM noch zur Verfügung. Und wenn ich jetzt mal diesen Garbage Collector wirklich anschmeiß mit Collect, wenn wir etwas Glück haben, vielleicht ändert sich's dann schon. Ja, jetzt sind es wieder 100 Kilobyte.
Und ich habe gemerkt in meinem Code, das schadet nichts, wenn man das so ab und zu mal aufruft. Er müsste das zwar eigentlich auch machen, wenn er irgendwann so kurz vor Ende ist, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht in eine Situation reinkommt, wo irgendwie zu starke Fragmentierung da ist oder irgendwie sowas, wo es dann nicht mehr gebacken kriegt und dass es vielleicht Sinn macht, wenn man also weiß, dass eine Software sehr viel macht, dass man es dann vielleicht zwischendrin einfach mal selber aufruft, dann kommt man weniger schnell in die Bredouille. Noch eine Fragen? Frage. Wie potent ist das Ganze so für, sag mal, Multimedia? Ist es in der Lage, zum Beispiel eine WAV-Datei von der SD-Karte abzuspielen und auszugeben irgendwie? Gute Frage. Also prinzipiell irgendwelche Dateien reinlesen geht, weil das hat ja dieses Filesystem, das tut ja auch die Python-Module normal importieren. Man kann auch Daten ins Dateisystem reinschreiben. Ob jetzt diese WAV-Datei in Echtzeit irgendwie mit Python rauszukriegen ist, bin ich überfragt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit I2S oder sowas da was halbwegs Effizientes gibt, dass man also praktisch einen Audio-Teil, der digital arbeitet hat, und dem einfach über I2S die Daten rausschiebt. Sobald man die Hardware-Einheiten anschmeißt auf dem Chip, muss die Software dann oft nicht mehr so arg viel machen. Da liegen halt die Daten irgendwo im RAM und die Hardware schiebt es von alleine per DMA raus. Aber ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert irgendwie, von daher weiß ich das nicht. Ich habe schon vorher mal ein bisschen reingeschaut hier in diesen ESP32 und ich habe einen Wert gefunden von 600 DMIPS. Das ist ein Benchmark für solche Sachen. DMIPS. Drystone. Also 240 MHz mal 2, gut, die MHz sagen nicht arg viel, aber wenn er beim Arduino guckt, was hat das Ding, 8 MHz oder 16 oder so, also ist doch eine Größenordnung höher und 2 Cores, also sollte eigentlich genug Power sein für die meisten Sachen. Man kann natürlich, wenn man was Heikles hat, auch dann in C programmieren, man muss das nicht unbedingt dann in Python machen. Wie ist es eigentlich mit den 2 echten Cores, wie lässt man da Code drauflaufen? Also ich glaube, bei MicroPython, wenn du nichts Besonderes machst, läuft das alles eigentlich immer nur auf einem Core. Und ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ich habe mir 2 verschiedene MicroPythons angeguckt. Es gibt einmal das normale Projekt, MicroPython.org, und dann gibt es noch so ein Fork von dem Entwickler, der da so für sich so alles Mögliche noch zusätzlich eingebaut hat. Der kann teilweise ein bisschen mehr. Und ich meine auch an einer Stelle irgendwas so mit Multithreading gelesen zu haben. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt im einen oder im anderen war und wie man da jetzt die Cores selektiert oder so. Das wäre interessant, da hätte man im Prinzip 2 Event-Loops. Ne? Also die Grundidee vom Hersteller ist natürlich so, dass man auf dem einen vielleicht zeitkritische Protokollsachen macht, Netzwerk, Bluetooth, was auch immer, und dass man den anderen quasi für seine Applikationen dann alleine hat. Was ist davon eigentlich Open Source und was sind Blobs? Ist da Wireless LAN Treiber Open Source oder? Der belegt da, glaube ich, einen der CPUs, oder? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, der Chip-Hersteller macht da irgendwie so ein Mini-RTOS drauf, so ein Real-Time Operating System. Also und ich vermute mal antworten. Ja. Das ist ein Blob. Und Espressif hat gesagt, dass sie das nicht Open Source machen werden. Das hat auch was mit der FCC zu tun. Ja. Okay, keine Fragen mehr. Wollt ihr noch irgendwas sehen? Interaktiv, MicroPython? Können wir gucken. Ach so, die Blinken Lights haben wir noch gar nicht gehabt. Die könnten wir noch kurz machen. Ah ja, doch noch eine Frage. Geht im Standard MicroPython inzwischen Update über Wireless LAN? Dass man alles meinst praktisch, du over the air irgendwas? Ja. Weil im SHA, die Version, das Batch vom letzten Jahr war ja auch MicroPython. Aha, okay. Also ich weiß, dass es einen Pull-Request gibt für OTA, aber da hat auch noch keiner auf Merge geklickt. Vielleicht auch mal zu GitHub gehen und diesen hier machen, dass da mal ein bisschen was in die Gänge kommt. Also das OTA-Zeug und das ULP-Zeug war, glaube ich, sogar vom gleichen Entwickler und sah nicht irgendwie gut aus, aber
Gut, das müssen die natürlich von MicroPython-Projekt entscheiden. Aber es gibt da ziemlich viele Pull-Requests, aber müssen halt alle erstmal reviewed und gemerged werden. Überlegt euch noch Fragen, ich gucke da welche mal nach dem LED-Ding. Warte mal gucken, irgendwo hatte ich was. Wie sieht es mit Threading aus in MicroPython hier? Kann ich 2 Threads starten oder 3? Ja, das hatte er gerade schon so ähnlich. Also ich glaube, ich habe schon mal irgendwo was gesehen, ich bin mir aber nicht mehr sicher, in welchem dieser 2 MicroPythons das war. Also ich glaube, der alte ESP konnte es gar nicht, aber ich glaube, im neuen geht irgendwie was mit Multithreading, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit man da jetzt Kontrolle hat, dass man es auf dem einen Core oder auf dem anderen macht. Also habe ich bisher noch nicht selber benutzt. Und ich habe es auch, ja gut, ich habe es nicht wirklich gebraucht, sobald man natürlich mehrere Dinge so parallel machen will mit Event Loops und so, könnte man es vielleicht gebrauchen, ja. So, hier habe ich NeoPix, können wir mal schauen. Also diese WS2812 LEDs hier oder auch NeoPixel genannt. Ich habe hier so einen Kreis. Ja, kann man also auch irgendwie für wenige Euros kriegen. Und das Nette ist, man sieht, da gehen also nur 3 Strippen ran. So 5 Volt Ground und eine Datenleitung und alles andere läuft seriell intern ab. Und die eine LED macht quasi die Datenaufbereitung für die nächste dann. Und so könnte dann der Code aussehen. Da gibt es ein fertiges NeoPixel-Modul, das brauchen wir nur importieren. Und da habe ich einfach so ein paar Testroutinen geschrieben, wo halt so verschiedene Lichtmuster dann produzieren. Das ist jetzt ein bisschen längeres Stück Code, aber das liegt halt an den verschiedenen Mustern. Und mit rüber und über und mit Zufall und mit heller, dunkler und so weiter. Und das Initialisieren von dem NeoPixel geht einfach halt sagen, welcher Pin das ist und wie viele LEDs das sind. Dann gibt es einen komischen Timing-Parameter und dann kann man einfach seine Demos laufen lassen. Ich probiere das mal. So, hier müssen wir wieder raus, dass wir das Fuse freikriegen. Halt. Ich tue das mal jetzt nicht umbenennen auf Main, ich tue das einfach mal nur so rüberschieben. Ach, halt mal, ich habe es sogar schon drüber, brauche ich gar nicht. Also liegt schon auf dem Dateisystem drauf, hatte ich beim Ausprobieren schon gemacht. Also NeoPix heißt das Ding, dann mache ich den U-Mount. Und jetzt mache ich wieder mein Terminal. So, und jetzt muss ich neu booten, weil mir sonst nichts eintippen lässt. Man kann auch so einfach Code anstarten, indem man importiert. Und Sie sehen nichts. Achso, Moment. Ich habe den Saft runtergenommen, weil das Ding so scheiße hell ist. Also das Blaue geht jetzt noch, aber wenn das Ding weiß leuchtet, dann ist das echt etwas unangenehm, wenn man zu nahe dran ist. Also man sieht, man kann da nette Gags machen. Aber falls übrigens bei NeoPixel ihr mal damit rumspielt und die Dinger machen nicht das, was ihr wollt und ihr habt so den Eindruck, die ersten 3 Viertel funktionieren und das letzte Viertel funktioniert nicht, das muss nicht an eurem Code liegen. Das kann auch einfach sein, dass eine von den LEDs ein bisschen kaputt ist. Also ich habe mal stundenlang einen Wolf gesucht, um da einen Fehler in meinem Timing oder irgendwas zu finden und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich den anderen Ring genommen habe, dann hat es funktioniert. Also da gibt es wohl auch manche, wo dann nicht so besonders gut getestet verkauft werden. Ist nicht auch irgendwie so, dass die Datenleitung pegelt ja mit 3,3 Volt ja. Und wenn die Referenz 5 Volt ist, dann sind die 3,3 Volt so knapp über man der... Ist eigentlich der, außerhalb der Spec, wenn man das so ganz primitiv und anschließt. Und wenn dann eben 80 LEDs leuchten, dann geht diese Datenspannung wahrscheinlich gerade so in die Knie, dass dann das manchmal falsch ist. Das ist das, was ich mit ein paar Stunden lang rumgefrickelt gemeint habe. Die erste Idee war natürlich, meine Spannung ist zu wackelig. Dann habe ich irgendwie so ein 1000 Mikrofarad hier direkt parallel gelötet, den man da sieht. Die zweite Idee war, dass der Pegel nicht passt, weil er so ein paar hundert Millivolt eigentlich zu wenig ist. Man bräuchte irgendwie 3,7, hat aber nur 3,3.
Das war es aber alles nicht. Ja. Das war wirklich einfach nur kaputt und das andere hat getan. Ich habe also auch die Spannung mal über Dioden so weit reduziert, dass man in den validen Bereich gekommen ist. Hat aber trotzdem nicht funktioniert. Also, aber es sind halt so die verschiedenen Fehlerquellen, wo man abklappern muss, bis man dann halt irgendwann sich sicher sein kann, dass einfach das Ding kaputt ist und dass ansonsten eigentlich alles schon funktioniert hätte. Also die Dinger gibt es so in rund und in lang, habt ihr ja auch draußen gesehen. Und sind eigentlich sehr einfach anzusteuern. Man kann übrigens auch noch aus dem Ding rausfahren wieder. Also es hat noch einen vierten Anschluss, wo man praktisch die nächste dahinter kaskadieren kann. Habe ich jetzt aber hier nicht angeschlossen. So, noch Fragen? Alle wunschlos glücklich. Ja gut, sind wir fertig, oder? Dann danke für die Aufmerksamkeit. Applaus